Die Erfahrung aus dem Praxisteil meiner CAS-Weiterbildung hat gezeigt, dass die Umsetzung eines integrierten Risikomanagementansatzes wegweisend ist. Mein Name ist Nico Gozzolino, ich bin seiner Mandatszeit bei Funk in der Zentralschweiz und helfe Ihnen mit unserer ganzheitlichen Expertise. Mit einem von unseren Kunden, einem innovativen Stahl- und Metallbauer aus der Zentralschweiz, haben wir das Projekt realisiert. Gestartet haben wir den spannenden Prozess mit der Umfrage bei Stahlbaubetrieben. Uns hat interessiert, wie bei diesem Risikomanagement aufgebaut und umgesetzt ist. Nach dieser Ist-Analyse, einem Quervergleich mit den relevanten Fachgrundlagen, haben sich wichtige Erkenntnisse herauskristallisiert. Im anschließenden Workshop mit den Entscheidungsträgern haben wir 6 handfeste Entwicklungsschritte definiert und ein 4-stufiges Maturitätsmodell eingeführt. So kann das Unternehmen ihr Risikomanagement jederzeit bedarfsgerecht und professionell weiterentwickeln. Mein Fazit daraus, der Aufbau und Weiterentwicklung eines Risikomanagements ist komplex. Für viele Betriebe ist die Umsetzung eine echte Herausforderung. Doch die Investition lohnt sich und macht das Unternehmen robuster und krisenresistenter. Sie haben die Arbeit noch vor sich und suchen einen pragmatischen Lösungsansatz. Dann freue ich mich auf Ihre Kontaktnahme und auf einen spannenden Austausch.